Hallo, liebe Freunde, ich habe gemerkt, ihr interessiert euch für Ocarinas. Ocarinas gibt es schon seit Urzeiten. Und zwar gibt es sie aus Holz, aus Metall, bei allen möglichen Völkern. Es gibt sie inzwischen auch aus Plastik, aber vor allem auch aus Keramik. Ich habe zwei Keramik-Ocarinas und wenn ihr Interesse habt, zeige ich sie euch mal und gebe ein paar Tipps für Anfänger, falls ihr damit auch mal spielen wollt. Das ist eine kleine Ocarina aus Keramik. Sie hat ein Band. Ihr könnt euch denken, warum. Wenn sie runterfällt, ist sie wahrscheinlich kaputt. Also, wenn man solch eine Ocarina spielen will, dann sollte man sie immer erst um den Kopf mit dem Band befestigen, um den Hals, damit sie nicht kaputt geht. Genauso ist es mit dieser größeren Ocarina. Ich finde, sie sieht wunderschön aus. Und es ist auch sehr interessant, damit zu spielen. Wenn ihr wollt, erkläre ich ein bisschen was dazu. Jede Ocarina hat eine Stelle, in der man hineinpustet. Es ist ja ein Blasinstrument. Und es gibt eine Stelle, wo die Luft wieder herauskommt. Wie zum Beispiel bei Blockflöten. Das ist die Stelle, wo die Luft herauskommt. Unten, also dies ist das untere Teil, befinden sich auch noch zwei große Löcher. Auf diese Löcher setzt man den Daumen. Ja, kann man es erkennen? Die Daumen müssen die Löcher schön zuhalten. Es sei denn, man will einen besonderen Ton damit erzeugen, dann muss man das natürlich öffnen. Man hält also die Ocarina so, ähnlich wie eine Blockflöte. Die linke Hand geht mit den Fingern auf die oberen Löcher, auf die vorderen, die nah am Gesicht sind. Und decken Sie gut zu. Nicht mit den Kuppen, sondern mit den vorderen Fingergliedern. So soll man es machen, laut Empfehlung, die ich mir auch aus dem Internet angeeignet habe. Die anderen Finger gehen auf die unteren Löcher. Und so hält man sie. Jetzt habe ich vergessen, das Band herum zu machen. Will ich gleich machen. So. Und dann setzt man natürlich dieses Mundstück an den Mund, darum heißt es ja auch so. Und dann spielt man die Tonleiter. Ich mache es einmal vor. Die Tonleiter ist den meisten von euch ja schon bekannt, sonst hättet ihr euch jetzt nicht interessiert. Und noch besser geht es für die, die schon Blockflöte spielen können. Dann ist das Ganze gar nicht mehr so schwer. Das wäre es vielleicht erstmal zum Anfang. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr auch so viel Spaß daran findet wie ich.